Wir kommen zu einem neuen Griff, der B7. In Deutschland kennt man ihn auch unter H7. International ist dieses H leider nicht bekannt, aber das kommt auch nochmal an anderer Stelle. Wir wollen einfach diesen B7-Akkord erstmal lernen. Dieser geht folgendermaßen. Der kleine Finger geht auf die unterste Saite im zweiten Bund. Und jetzt gehen wir jede zweite Saite im zweiten Bund, legen wir einen Finger drauf. Das heißt, der Ringfinger ist auf der G-Saite, der Mittelfinger ist dann auf der A-Saite, alle im zweiten Bund. Und der Zeigefinger sitzt hier hinter auf dem ersten Bund auf der D-Saite. Das ist ein 7er Griff wieder und das bedeutet auch, dass der leicht schräg klingt. Wir üben diesen Griff mit E und B7 und dann von A nach B7. Wir fangen an mit E. Wir spielen den Allround-Schlag 1 und spielen 4 Schläge. 1, 2, 3, 4. Gleiche jetzt von A-Dur. Auf A fangen wir an. 3, 4. 1, 2 und 3, 4 und. Warum habe ich ausgerechnet E und A genommen? Das zeige ich euch jetzt nochmal auf dem Transposer, dann wisst ihr, in welchem Zusammenhang dieser B7 auch vorkommt. Ich habe eine Stufe 1, Tonika, ein E. Dann kommt aber im Lied normalerweise ein A vor und deshalb hatten wir ein A gespielt in der vierten Stufe als Subdominante und die Dominante ist ein B bzw. ein B7 als Dominant-Septim-Akkord. Das ist der Zusammenhang. Die Mollgriffe, das sieht man jetzt hier auch sehr deutlich, das sind leider alles Barré-Griffe. Das wären hier Fis-Moll, Gis-Moll und Cis-Moll. Und das ist der Grund, warum manche Lieder in dieser Tonart nicht gerne gespielt werden. Der B7 ist übrigens ein Akkord, bei dem ich immer einen kleinen Trick mit dem Capodaster mache. Denn wenn ich diesen Griff so anwende, dann ist die Hand irgendwie so etwas schräg, dass ich dann zum Beispiel beim Aufsatz mit dem Capodaster, wenn ich den regelgerecht einsetze und knapp vor dem Bundstäbchen bin, empfinde ich den Capodaster als sehr störend an dieser Stelle hier. Das hängt vielleicht auch je nach Modell vom Modell ab. Aber ich mache einfach Folgendes. Ich mache bei diesen Liedern, wo ein B7 vorkommt, den Capodaster leicht schräg, dass er hier an der Stelle mehr Platz hat und dann ist der B7-Akkord leicht zu greifen.